Jo, das habe ich auch schon gecheckt gehabt, die Berserker, das sind ja diese mit den zwei Waffen. Sonst haben sie immer nur diesen Legionärssäbel. Aber die mit den zwei Äxten oder zwei Schwertern, ich weiß nicht, was ist gerade, was da die... Ach Mann, ey. Nein! Okay, ich glaube, die haben uns nie gehört. Ach, verdammt. Ach komm hier, friss das, Alter. Bam, 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 Schlagsalbe und... Ach, schade. Naja, okay. Ich wollte jetzt einfach mal diesen coolen Move austesten, dann mit diesem hohen Schaden im Sprung. Oh ja. Ah, da kann man dem den Schild entfernen, oder wie? Na okay, so kann man ihm auf alle Fälle den Kopf entfernen. Das ist auch sehr gut. Aber ich glaube, ich habe das schon mal angesprochen gehabt. Macht das nicht zu Hause nach. Lasst das Garin machen. Der darf das. Der hat einen Darfschein. Okay, hier sind wir erstmal so weit durch. Ich gehe da vorne mal an diesen Teleporterpunkt und versuche uns mal genau hier hin zu porten. Dahin. Nach Hollandfort. Und dann von Hollandfort gehen wir durch diesen Friedhof durch. Also, genau. Dort. Da gehen wir jetzt zu diesem Friedhof. Weil es da friedlich ist, ne? Deswegen auch Friedhof kommt von Frieden. Ja, man hat seinen Frieden gefunden, hofft man zumindest. Ja, so ersetzt sich das zusammen. Frieden und Hoffen. Nein, das ist Unsinn. Ich weiß nicht, wieso das Ding Friedhof heißt. Das ist vorher jetzt eigentlich bloß mal ein bisschen, um Zeit zu überbrücken, bis wir beim Friedhof angelangt sind. Skarin. Saget mir, wie kommen wir dort an diese Game-Dingenskirchen ran? Gibt es hier noch irgendwo einen versteckten Schalter oder sowas? Nee. Ich glaube, das ist dann hier wieder so ein verzweigtes Höhensystem, wo wir irgendwann mal da an das Zeug... Nein, verdammt. Daran rankommen. Gut. La 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 la. Scheiße, ich hätte uns eigentlich gleich noch was kaufen können. Ach, okay. Dann eben nicht. Dann eben nicht. Dann muss halt der Meld erstmal kurz darauf verzichten, auf die Feuerkrüge und den Rest. Ja, das sind epische Gegner, denen wir erst einmal den Respekt zollen müssen und so weiter und so fort. Ja, kennen wir, kennen wir, kennen wir. Ah. Hier wird gekocht. Tim Melzers Kochküche. Der Fleischfreund. Der selbsternannte. Gut. Und da nach oben. Dann werden wir uns mal den Respekt einfordern, der uns zusteht. Das bringt uns ja hier auch sehr viel, dieser Aufweg, ja, also. Ich habe schon das Vokabular eines Wikingers drauf, ja. Gold. Gold, wir sind reich. Wir haben Gold. Dam, da, 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 dam, da, 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 dam. Ey, ich glaube, die füttern uns einfach nur an. Wir laufen jetzt geradewegs in einen Hinterhalt, ja. Weil wir einfach nur diesen Gold folgen, dieser Goldspur. Das ist es doch. Sollte das Hänsel und Gretel machen müssen, ja. Die hätten keine Brotkrumen legen dürfen, die hätten einfach nur Goldmünzen legen müssen. Das hätten die Vögel nicht weggefressen. Okay, es hätten wahrscheinlich irgendwelche Penner aufgesammelt. Wäre genauso reuig geworden, aber
Hey, die Vögel, denen hätte man da nicht die Schuld zugeschoben. Oh, hier. Ein kleiner Zaun, über den wir nicht rüberkommen. Das ist germanische Baukunst, ja. Und keine dämonische. Ich folge jetzt einfach der Goldspur weiter. Die ist doch vielversprechend, diese Goldspur. Ja. Ah. Ich hab's kommen gesehen. Ich habe sogar schon ein wenig zurücklaufen lassen wollen, aber naja. Die Idee war gut. Ach, die verschwinden immer. Das ist wirklich eine Goldspur, die soll uns zu dir hinführen. Wahrscheinlich. Oh. Das ist eine Schlucht ohne Wiederkehr. So, dass wir wirklich in eine Falle geraten werden. Und dann müssen wir uns den Respekt verdienen. Wie es auch die Schamanin gesagt hat. Ah, da kommen wir leider nicht runter. Okay, was hätte uns das auch gebracht? Ich frage mich, wie kommen hier die Schiffe hoch? Ey, das ist hier so mitten 4000 Meter hoher Berg. Okay, ja, das ist sehr übertrieben. Sagen wir mal, ein 100 Meter hoher Berg. Ey, jetzt leckt mich am Arsch. You have done well to reach us, Viking. That in itself is no easy task. As you see, we have made it so. We're lucky he didn't lead the Legion right to us, great thumping beast. They say he sees things. Well, he didn't see us. Easy now, Atoll. He journeyed this far to find us, not to harm us. You wish us to join with you, no doubt. We have heard tell of your endeavors, but we are not easily commanded, my friend. Aha, ja, das ist klar. Das kennen wir schon von anderen. Do not think you can buy us either. Our skills are beyond price. Find the missing part of Mugen. We shall talk further. The mines near us are said to hold many secrets. Perhaps the other gem. But I warn you, the Legion have been sniffing around there. Ja, gut. Aber nett, dass die uns hier auch gleich die Leiter hinterlassen hatten. Wir haben noch nicht genug Leute. Ihr müsst euch Garmsmänner beweisen, findet das den zweiten Teil der Mugin Drachenjuwels in der Nähe. Ja, genau. Das sind, ja, wir müssen da wirklich erstmal das Drachenjuwel sammeln und uns dann auch noch die anderen Leute holen, ne? Okay, das ist hier der Portpunkt. Und dafür werden wir dann mal dahin gehen, in diese Höhle. Die ist ja dann auch gleich auferleuchtet worden. Und missverständlich von wegen, geh da hin, Mann, da ist das zweite Drachenjuwel. Nett vom Spiel, dass die uns diesen Hinweis geben. Moment, haben wir da schon was erfüllt? Ja, okay. Ja, das hat man erfüllt gehabt. Wir hatten den Wachturm befreit. Ei, ein Fahrstuhl. Der klemmt ein wenig, wa? Achtet auf den Zopf. Yeah, Baby. Fliehkräfte. Sanft im Abgang. Okay, hier müssen irgendwo Legionssoldaten sein. Da frisst das. Fließ unser Schwerte, Bänder. Ach, da war ja noch einer. Den dachte ich, hatte ich gezweiteilt, aber... Denken soll man bei diesem Spiel nicht wirklich. Man soll wie ein Wikinger sein. Brutal. Gnadenlos und effizient. In dem, was man tut.
Haben wir jetzt hier zwei Wege? Einmal diesen und einmal den anderen? Oder ich hoffe, hier ist gleich eine Sackgasse. Ja, okay, dann gehen wir erstmal diesen Weg. Bis ans Ende. Bis ans Ende unseres Weges. Nein, nein. Oh ja, jetzt hier mal. Und kabam! Hua! Oh ja. So sieht's aus, Baby. Der wird sich kommen sehen. Der andere Typ wahrscheinlich dafür umso mehr. Suche ich jetzt einfach mal da um die Ecke und... Ja! Haha! So sieht's aus. Laufen wir hier nochmal um die Ecke. Kurz mal um die Ecke gelümpt. Hier ist Wasser. Und hier muss irgendwo ein Gegner in der Nähe sein. Ja, da sehe ich noch schon. Zur Schlüssel. Ey, Freund. My face, Grace, Warrior, please help me. I'm trapped in this place. Yet the key to my prison is so close I can almost smell it. My kinsmen are all dead. And I'm sure I will be too, once Hell's forces discover I still draw breath. Ja, okay. Also, der Anführer erstmal bekommen. Zu fassen bekommen. Kleines Erlebnis, Sums, Hammer. Ach, du bist ja schon da. Kleiner Freund. Kriegt noch jetzt auf die Mütze. Ey, ey. Wer da? Wer da du mit dem Metallschild? Wow! So sieht's aus. Eine dicke Truhe. Die kriegen wir mit unserem Dietrich auch. Stahlhammer genannt auf. Die linke und rechte Faust des Teufels. Hier ist auch ein Tor. Das wir nicht aufkriegen. Gut. Müssen wir jetzt mal versuchen, diesen anderen Weg zu gehen. Das waren ja zwei Wege, ganz am Anfang. Wo ich mich da gleich für den falschen entschieden habe. So scheint es mir jetzt. Zurückblickend. Da hoch müssen wir. Da, da, diesen Weg. Gut. Okay, unten ist zumindest schon mal gar nichts mehr. Das ist doch schon vieles wert, ja. La 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 la. Dann dürfen wir mal wieder so einen Recken bezwingen. Wollt ihr mich rollen? Ey, wollt ihr mich rollen? Ey, nee, oder? Also doch nochmal zurück. Jetzt fühle ich mich ein wenig verarscht. Aha. Hier werden wir mit Sicherheit noch runter müssen. Da werden wir jetzt auch mit Sicherheit erstmal runter gehen. Bloß um mal auszuschließen, dass hier noch irgendwelche Schätze sind. Nee, es sind keine mehr. Gut. Nee, nee, da ist auch nichts. Der muss doch da oben irgendwo sein. Hier auf der rechten Seite soll er sein, ja, aber... Hä? Verarschen könnt ihr mich hier.
da hoch kommen wir nicht. Hier soll er sein.